Könnte ich eigentlich auch machen. Macht auch keinen Unterschied. So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Wo ist er denn? Ah, hier. Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Naja. Gut. Ich gebe ihm ja recht. Oh, 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 oh. Da muss man echt aufpassen. Das ist nicht von einer Gruppe in die nächste reinhören hier. Okay. Ist er das? Nein, der Nachbarssohn. Na los, aber er hat da unten eine Blume drauf, ja. Immer noch nichts. Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Ist er das? Nein, na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Immer noch nichts. Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Immer noch nichts. Den hatten wir doch schon. Ach da. Die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Oder vielleicht liegt das im Feuer. Er hat ihn! Husar hat seine Fährte! Komm! Gefunden. Aber das ist doch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Der Idiot. Aufhören, du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher.
Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Lysia. Nein, der Schwarze bleibt hier. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja, ihr könnt Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Jawohl. Oh Gott. Das ist echt. Yennefer. So, dann wärmen wir uns erstmal. Soll man denn vom Mutter gehen? Grün. Na ja, gut. Mir juckt die Nase. Der Macht. So, wir laufen mal kurz noch mal über das Schlachtfeld. Einfach ein bisschen zu looten. Aber wie mir scheint, haben wir schon fast alles. So, dann werden wir das da unten noch wegmachen. Dann haben wir das nämlich auch weg.
Das Fragezeichen. Naja, was ich weg habe, habe ich weg, gell? Ja, man muss dann immer so sehen. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ja, man muss es immer so sehen. Das Öl wird ja auch noch besser. Also ich habe jetzt aktuell 10 Ladungen. Ja, dann das sollte natürlich nicht passieren. Sind aber gute Alchemiezutaten, also von daher denke ich mal, ist das auch okay. Können wir noch mal gucken, was haben wir denn alles zusammen hier? Ah, hier, für Mittagserscheinung. Zack, weg. Ertrunkenenzunge brauchen wir für Mariborwald. Was macht das? Beschleunigt Ausschüttung von Atem. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Ermöglicht das Sehen in totaler Finsternis. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Obwohl ich den Kontrast am PC dann ja auch schon ein bisschen hochgestellt habe. Aber hier die Absurde und das alles. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Vor allem, wir haben jetzt auch schon ein bisschen verfluchten Öl, Geisteröl, Mikrofonöl. Auch schon ein paar Tränke. Ah, die Honigwabe, die braucht man eigentlich gar nicht. Muss ich dazu ganz ehrlich sagen. Ja, dann nehme ich lieber hier so Schalottenfutter. Ja, das, was 80 herstellt. Hier so Bratapfel oder sowas. Ne, Bratapfel macht auch nur 50. Das macht auch nur 50. Brot macht 50. Oder hier Dörrobst. Ist auf jeden Fall besser als die Honigwaben. Ich meine, hier haben wir jetzt auch schon wieder ein paar Schwerter zusammenbekommen. Da kriegen wir wieder ein paar Münzen. So, da haben wir das auch weg. Mährischer Schatz. Da wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Oder hier oben. Wir machen jetzt mal hier oben kurz die Ecke weg. Also gehen wir jetzt noch mal. Ja. Oh, 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 oh. Nee, oder? Bastard.
Entschuldigt bitte, ich habe mich gerade etwas verschluckt. Ah. Oh, komm her. Gut, dann looten wir das Feld nochmal. Ja, das, der Autoloot hat ja den Vorteil, das könntest du ja alles looten. Das heißt, ich müsste ja jede Leiche ablaufen. Und etc. Und das denke ich, das wird einfach alles zu lange dauern. Selbst die Entwickler, Entschuldigung, befürworten diesen Mod. Diesen Autoloot. Man muss zwar jetzt kurz noch mal hier hin und das andere machen, aber diesmal können wir dann Schnellreise machen. Verdammt, bist du hässlich. Zackidi-zackidi-zack. Ein Ghoulennest. Ich muss es zerstören. Weil wir wollten ja sowieso wieder hier hoch. Die Frage ist, wo er... Kann man hier oben rumlaufen?
beißt ihm die Eier ab! Scheiße! Du wirst es nie lernen, verdammt! Oh! Hau mich nicht! Ich bin dein Freund! Immer noch? Oh, oh, oh! Bleib mal zart und geschmeidig, mein Freund! Na, komm her. Schlechte Idee. Hey ho! Perfektes Wetter für eine Reise. Ich muss weiter. Ja, schade. Ja, also das ist ein bisschen, zu nah gelegen. Wir gucken aber auf jeden Fall weiter. Na, kurz hier Mikrofon runterstellen, ja. Das passt. Da unten ist wieder ein Zelt. Gehen wir von Deserteuren aus. Da ist wieder ein Wolfsrudel. Alter.
Warum sind denn die Wölfe so derb? Nächster Hirn, was hingeschmierte Notiz, auch hingeschmierte Notiz. Nein.